Ganz herzlich begrüße ich Sie heute zu diesem Videogottesdienst aus der Markuskirche zum zweiten Sonntag der österlichen Festzeit. Diese spiegelt sich heute auch noch in den Liedern nieder. Der heutige Sonntag heißt Misericordias Domini nach Psalm 33, Vers 5. Die Erde ist voll der Barmherzigkeit des Herrn. Die thematische Mitte des heutigen Gottesdienstes ist der gute Hirte. Wie ein Hirte für alle Schafe, die zu seiner Herde gehören, so bringt auch Gott für uns den vollen Einsatz, weil er uns lieb hat. So lautet denn auch der Wochenspruch aus Johannes 10, Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Unterstützt von Frau Hong am Klavier singe ich aus dem Lied 560 aus dem evangelischen Gesangbuch, zunächst die Strophen 1 und 3. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht alleine lässt das Werk seiner Hände. Wir hören dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus, du unser guter Hirte, manchmal fühlen wir uns wie alleine und ungeschützt, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten. Die sich lange ziehende Ausnahmesituation raubt uns die Kraft und lässt uns ermüden. Als guter Hirte sammelst du uns, weist uns den Weg und bist selbst in dunklen Tälern verlässlich bei uns und tröstest uns.
Ermuntere und ermutige uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir uns an deiner Stimme orientieren, der du unser guter Hirte bist, dass wir dir folgen auf dem Weg durch das Leben, gehalten durch deine Hand. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich singe nun von dem begonnenen Lied 560 die Strophen 4 und 5. Die heutige Lesung ist aus Hesekiel 34, Verse 1 bis 16 und 31. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du, Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht. Das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück. Und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworfen und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört, ihr Hirten, des Herrn Worte. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und ich will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen nicht mehr sich selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels,
in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern, fette Weide haben und auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie über unseren Videogottesdienst am heutigen Tag mit uns hier in der Markuskirche verbunden sind. Zwei Punkte verbinden uns heute mit der Situation des Volkes Israels zur Zeit um 580 vor Christus. Wir leben in einer Zeit äußeren Drucks, die allerdings schon lange anhält. Und zweitens, wir brauchen von Gott Orientierung und zugleich seine tröstenden und aufrichtenden Worte. Schwierig wird es, wenn den Menschen, die in der Gesellschaft eine leitende Funktion besitzen, selber die Orientierung verloren geht. Eine Orientierung darüber, wo es gerade auch in einer schwierigen Zeit lang geht. Der Prophet Hesekiel nennt den König von Juda, der über dem Volk Israel steht, einen falschen und unfähigen Hirten. Denn statt sein eigenes Vertrauen auf den Gott Israels zu setzen, hat er sich in seiner Angst vor dem erstarkenden Babylon als neuer Supermacht seiner Zeit an die Brust des ägyptischen Pharaos geworfen. Das, was er von Gott erwarten sollte, indem er ihm vertraut, erwartet er übrigens vergeblich vom Pharao. Nebukadnezar, der neue große Mann Babylons, war dann in Juda einmarschiert und hatte einen großen Teil der Israeliten nach Babylon in die Verbannung geführt. Für alle ein riesiger Einschnitt und eine Infragestellung von allem, was vorher falsch gelaufen war. Ein richtig gehender Neustart steht an, so wie wir uns ihn auch wünschen nach der Pandemie. Allerdings mit dem einzigen richtigen guten Hirten, nämlich mit Gott selbst. Ich will das Verlorene wiederfinden und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und behüten. Und ich will sie weiden als ein guter Hirte, wie es recht ist. Jesus, unser guter Hirte, schenkt uns Orientierung und spricht uns neue Kraft und neuen Mut zu, gerade auch in schwierigen Zeiten. Uns ihm anzuvertrauen, das ist der richtige Weg. Und selber ermutigt durch ihn, können wir Botinnen und Boten sein, der Ermutigung auch für andere. In einer guten Tat und in einem guten Wort, das den anderen wieder aufrichtet und ihm Mut schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne
in ihm, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied, 358, die Strophen 1 und 3. Es kennt der Herr die Seinen. Jesus, unser guter Hirte, du weist uns den Weg und du begleitest uns in den guten, aber auch in den schwierigen Zeiten unseres Lebens und bleibst an unserer Seite. Dafür danken wir dir. Jesus, unser guter Hirte, du schenkst uns Mut und Zuversicht, indem du mit uns gehst. So bitten wir dich für alle, die andere Wege weisen und für sie Verantwortung übernehmen. Wir bitten dich für alle, die Schutz und Ermutigung brauchen, für alle, die im Alltag scheitern, sich verlassen fühlen und mit Verzweiflung kämpfen. Hilf uns und ihnen, dass wir uns dir anvertrauen auf dem Weg unseres Lebens. Jesus, unser guter Hirte, wir bitten dich für alle rund um die Welt, die wegen ihrem Glauben an dich verfolgt werden. Heute, da wir uns Luthers Bekenntnis vor dem Kaiser in Worms vor 500 Jahren erinnern. Jesus, unser guter Hirte, speziell heute denken wir an alle, die im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben sind, und an deren Angehörigen und zünden ein Licht des Gedenkens für sie an. Nimm du jene, die wir loslassen mussten, auf in deine neue Welt und sei tröstend nahe ihren Angehörigen in der Hoffnung auf dein neues Leben. Auch bitten wir dich für alle Menschen, die jenen beistehen, deren Leben vom Tod bedroht ist. Gib immer wieder neue Kraft allen, die Kranke pflegen und Sterbende begleiten. Schütze uns, unsere Lieben und deine Gemeinde auf dem Weg durch das Leben. Wir beten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam
mit allen, die an diesem Gottesdienst beteiligt waren, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute und die Erfahrung von Gottes Nähe auch in schwierigen Zeiten. Lassen Sie uns gehen in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Es segne, kräftige, behüte und begleite dich der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich singe von dem Lied 171 die erste Strophe. Not, sei um uns mit deinem Segen.